Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Beim letzten Mal waren wir ein bisschen in der Unterwelt unterwegs und haben hier zu Rana einen kleinen Besuch abgestattet und ihr den Stab der Erdgeister abgenommen, den wir brauchen, damit Zael den Pass von Kamzara einnehmen kann. So, und die Mission werden wir jetzt angehen. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen dafür mal den Zauberer, probieren den ein bisschen aus. Und ich werde hier noch ein bisschen was ändern. Also ich habe einmal die schwere Rüstung ausgewählt. Und 5 Heiltränke und den Gifter. Ich weiß, das ist das Beste, was wir nehmen können. Und dann werde ich einmal hier den Flammenstab nehmen, um ihn mal ein bisschen auszuprobieren. Und da muss ich überlegen, ob ich dann... Ich glaube, ich packe dann einfach mal den Dolch komplett weg, weil wozu brauchen wir den? Wirklich. Wir haben ja keine Munition oder so, die uns ausgehen kann. Deswegen nehme ich einfach mal Seelenqual noch als sekundären Stab mit und schau mal, wie mir das hilft, weil Seelenqual hat so ein bisschen zielsuchende Geschosse, während der Flammenstab halt keine zielsuchenden hat. Deswegen schauen wir mal, wie sich das spielt. So, die Festung. Der Stab der Erdgeister ist in Zaels Besitz. Die Zeit ist da, um den letzten Schlag gegen die von den Dregatar gehaltene Festung zu führen. Den Ahnen wird dadurch der Weg durch die Outlands geebnet, um Zaelnheim zu helfen. Kamzara, du musst dem hohen Zauberer Zael helfen, die magische Barriere zu durchbrechen, die Kamzaras Innerstes schützt. Finde die 3 Schlüssel. Okay, da ist Zael auf jeden Fall und immerhin ist es schön, wir müssen nicht darauf achten, dass er nicht stirbt. Das war kein Missionsziel. Das ist schon mal sehr gut. So, dann schauen wir mal, was uns erwartet. Den Anfang des Levels habe ich schon mal gespielt. Dann ist mir leider was dazwischen gekommen. Kommt mit mir. Deswegen ist das gerade nichts Neues für mich. Ich weiß schon ein bisschen, was mich erwartet. Und ich weiß, dass ich gerade erstmal Zael so ein bisschen machen lasse. Uiuiui. Die Schüsse explodieren schön. Bloß, wenn die Gegner sich bewegen, treffe ich trotzdem nichts. Das ist ein bisschen doof. Na gut, dann wechseln wir auf die Seelenqual. Den hatte ich mich beim ersten Mal ausprobieren auch schon. Deswegen weiß ich ein bisschen, wie das funktioniert. Ich müsste so grob in die Richtung zielen. Und irgendwie klappt das gerade nicht. Warum nicht? Genau, Zael, schalt du die mal aus. So. Jetzt kommt hier noch ein Liech an. Ja, irgendwie treffe ich mit dem Stab nichts. Das ist nicht schön. Genau, töte den Liech und das Skelett. Finde ich gut. Ich sammle dann das Gold ein, ne? Ja. Guter Zael. So, lass mich hier vorbei. Er sagt zwar, ja, folge mir, aber eigentlich folgt er uns. Super, ne? Oh, oh. Wow. Also ihr seht, der Stab der Erdgeister ist echt stark und den hätte ich selber wirklich gerne. Ich meine, er hat den Ork-Hauptmann mal eben so ausgeschaltet. Und wir haben hier nur den Flammenstab. Also nur ist gut, er macht schon viel Schaden, aber es ist irgendwie nicht so leicht, damit zu zielen. Na gut. Die Festung ist durch eine magische Barriere verschlossen. Ihr müsst 3 Schlüssel für mich finden. Ja, war ja klar, dass die gesamte Arbeit mal wieder an uns hängen bleibt. Zael wird jetzt da stehen bleiben. Und wir müssen jetzt diese 3 Schlüssel suchen. Ja, wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Ich habe gerade da oben einen Edelstein entdeckt. Seht ihr ihn? Das müssen wir uns merken. Den müssen wir uns auf jeden Fall holen. So, und ich weiß noch, dass da oben jetzt gleich, genau, da eine Zauberin auf dem Dach auftaucht. Das wird uns in dem Level vermutlich häufiger passieren. Dass hier irgendwelche Gegner vom Dach auf uns runter schießen. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. So. Aber viel weiter habe ich jetzt auch nicht gespielt. Ich habe noch diesen Ork-Oberst erledigt. Und das war es dann auch schon. Nanu ist ja schon tot, nee. Der rennt einfach nicht zu uns hin. Was macht er denn da? Oh, da kommt noch ein anderer. Na gut, aber das ist... Also ich mag den Flammenstab irgendwie. Wenn der Gegner so direkt auf uns zurennt, dann haben wir damit echt gute Chancen. Und er macht sogar ein bisschen Flächenschaden. Das ist auch gut. Wir müssen gar nicht so zielsicher sein. Ja, bloß die Feuergeschwindigkeit könnte noch besser sein. Oh, Glück gehabt. Ich konnte nicht weiter zurück. Ich bin irgendwie hier hängen geblieben. Naja, nehmen wir mal wieder die Seelenqual. So, ich weiß, dass hier, oder zumindest habe ich nichts, kein Gold entdeckt hier zwischen diesen Säulen. Deswegen werde ich mir das jetzt nicht nochmal genauer anschauen. Stattdessen gehen wir hier um die Ecke. So, und genau so weit habe ich gespielt beim letzten Mal, bis ich gestört wurde. Also nicht besonders weit.
So, da hinten ist nur so ein Ork-Hauptmann drin. Der ist aber keine große Herausforderung von uns. Für uns zwei Schüsse aus unserem Seelenqual und dann... Was war das? Ich habe doch irgendwas gehört. Da war ein Ork, definitiv. Na gut. Gehen wir erstmal um das Gebäude rum oder gehen wir rein? Ich glaube, wir gehen einmal kurz ums Gebäude rum und gucken, was uns da noch so erwartet. Hier ist eine Leiter aufs Dach, das ist schon mal sehr gut. Okay, hier kommen wir auch von hier aus rein. Müssen wir nicht durchs Fenster klettern. Und hier scheint ja sonst auch nichts mehr zu sein. Okay. Dann frage ich mich trotzdem, wo der Ork-Ruf herkam. Kommen wir überhaupt durchs Fenster? Nee. Ach, da... Oh! Da war der Ork versteckt. Zusammen mit einem Viech. Das finde ich gar nicht gut. Ein Erzviech sogar. Wo war er? Nein, 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 nein. Komm ihm nicht zu nahe. So, das Problem an dem Stab hier ist, dass wir einfach unglaublich viel Mana verbrauchen. Oh, nein, 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 nein. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich habe kein Mana. Ja, das ist halt das Problem. Wenn zwei Gegner auf einmal da sind, dann sind wir mit dem Zauberer nicht so gut dran. Jetzt muss ich gleich zwei Heiltränke verbrauchen. Das finde ich gar nicht mal so lustig. Aber egal, wir schaffen das schon. So, was haben wir denn hier drin? Was war das denn? Was eine Lunte? Ja, das ist eine Lunte, ne? Können wir die anzünden? Nö, schade. Vielleicht haben wir den Gegner, der die anzünden wollte, schon zu früh getötet. Was haben wir denn hier? Du hast ein Stück des dunklen Schlüssels gefunden. Na, das ging schnell. Dann brauchen wir jetzt noch zwei weitere Teile. Und sogar noch zwei Heiltränke. Das ist... Oh. Na, irgendwie ist der schon ein bisschen... Moment, da ist noch ein Ork. Na, komm her. Sei ein braver Ork. Komm her. Ich will ja nicht runtergehen. Aber ich muss wahrscheinlich, oder? Na komm her. Ja. Jetzt guckst du blöd, was? Tja, meine Magie. Meiner Magie bist du nicht gewachsen. So. Ich denke mal, dann können wir jetzt aufs Dach hoch und uns mal angucken, was wir da so finden. Wahrscheinlich noch mehr Gegner. So wie ich den Level kenne und... Ah, war ja klar. So, sehr gut. Jetzt warte ich einen Moment, bis mein Mana wieder hergestellt ist und wir gucken uns in der Zeit mal an, wo ich überall langlaufen kann. Okay, da hoch komme ich zum Beispiel schon mal nicht. Boah, was habe ich denn heute mit dem Reden? Irgendwie geht das nicht. Da ist Gold versteckt. Das nehme ich gerne mit. Inklusive des Heiltranks. Na, komme ich da nicht mehr hoch? Na toll. Da komme ich nicht runter. Toll, jetzt haben wir noch ordentlich Schaden genommen. Das lief ja nicht so super. Aber wir haben immerhin noch 10 Gold gefunden. Oder waren es... Moment, wie viel Gold gibt so ein Goldtopf? 5 oder 10? Bin mir gerade nicht sicher. So, dann sind wir hier oben. Genau, und da hinten ist der Edelstein. Sehr gut, da kommen wir bestimmt auch dran. Ich gucke mich aber nochmal genauer hier um. Nicht, dass wir irgendetwas übersehen. So, da oben waren wir ja am Anfang. Da haben wir gestartet. Jetzt muss ich nur darüber kommen, ohne abzustürzen. Ach, hat geklappt. Wunderbar. So, 100 von 600 Goldstücken haben wir gefunden. Ein Sechstel. Na, hoffentlich finden wir den Rest auch noch. Nicht runterfallen. Nein. Sei ein braver Zauberer. Was soll Zell nur von dir denken, hä? Und willst du auch mal so berühmt sein wie er, oder nicht? Mein kleiner Freund. Oh gut, das hat geklappt. Sehr gut. So, ich glaube, sonst haben wir hier alles mitgenommen, oder? Ich sehe zumindest gerade keine Möglichkeit mehr weiterzukommen. Dann gehen wir mal hier runter. Nehmen Schaden. Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Dann trinke ich am besten jetzt schon mal einen Heiltrank. Ah. Ja, das lief besser als erwartet. Oh oh. Du nix? Das finde ich gut. Dann wirst du halt noch ein bisschen von meiner Feuermagie schlucken müssen.
Weiß es nicht so, Feuermagie ist die beste Medizin. ein Geheimgang. Ein geheimes Lager. Sehr schön. Damit haben wir mal ebenso 200 Gold aufgesammelt in einem Edelstein. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja gut, die Pfeile, mit denen kann ich nichts anfangen. Ich finde diese Runen cool. Diese schönen rot leuchten. Schön atmosphärisch. Na gut, aber das scheint es ja hier gewesen zu sein. Aber finde ich gut, dass ich das hier quasi aus Versehen entdeckt habe. Fehlt uns ja nicht mehr so... Na gut, doch, fehlt uns noch einiges an Gold. Ungefähr die Hälfte, ein bisschen weniger. Die kommen doch bestimmt gleich runter, oder? Ja, war ja klar. Das war zu erwarten. Aber wo ist denn derjenige, der sie geschubst hat? Da bist du. Da warst du. Was ist denn hier? Wurde da jemand von dem Tor erschlagen? Aua. Na, davon anscheinend. Ha. Gut zu wissen. Okay, das heißt, an den Seiten sollten wir nicht vorbeischleichen. Kann ich das nicht bedienen? Nein, ich wollte kein... Ah, nein. Jetzt hat er einen blöden Heiltrank getrunken. Das darf doch nicht wahr sein. Ich weiß gerade nicht, wie ich das bedienen kann. Okay, das konnte ich jetzt mit Rechtsklick bedienen. Warum auch immer das andere nicht bedienbar war. Komisch. Gold. Okay, sie bringen 5 Gold. Habe ich das doch falsch in Erinnerung gehabt? Ha, oder richtig, je nachdem. Dumm. Ansonsten scheint hier nichts zu sein, aber... Doch. Ah, okay. Damit kann ich es runterfallen lassen. Warum auch immer ich das machen möchte. Ich möchte es natürlich gerne oben haben. Damit ich da selber durch kann. Oh, da war eine Falle. Nein. Jetzt wollte ich es gerne runterfallen lassen, aber irgendwie hat das jetzt nicht gemacht. Hilfe. Mein Mana. Renn! Oh Gott, jetzt habe ich nur noch 3 Heiltränke. Das schaffe ich doch nie im Leben. Was ist denn der Ork-Oberst? Ist der gestorben? Nee. So, du musst erstmal sterben, bitte. Der Oberst ist mir gerade egal. Das hätte ich vielleicht nicht so laut sagen sollen. Okay, das hat geklappt. Ich brauche dringend mehr Heiltränke. Na gut, da ist einer. Die Zauberin hat mir einen fallen gelassen. Ja, hier hätte ich das natürlich super verwenden können, als der Ork ankam. Aber irgendwie hat das wirklich nicht funktioniert. Hier scheint Boden fallen zu sein. Da müssen wir aufpassen. Ich glaube, ich gehe erstmal da lang, wo der Ork-Oberst gerade herkommt. Na, kommt der andere Ork? Genau, komm mal her. Nein! Ja, irgendwie klappt das nicht. Warum auch immer. Toll, jetzt hab ich schon wieder, bin ich schon wieder fast tot. Ich muss wirklich vorsichtiger vorgehen. Einfacher gesagt als getan. Was war das? Das gerade. Warum ist da gerade ein Blitz eingeschlagen? War das Sale, der uns geholfen hat? Oh nein. Okay, souverän gelöst. Immerhin etwas. Ich habe ein bisschen Angst, was hier auf uns wartet. Ein Teil des Schlüssels. Okay, den können wir schon mal mitnehmen. Oh nein. Gegner? Ist hier irgendwo ein Gegner? Ist es hier zu eng? Nein. Da versteckst du dich. Okay, wie machen wir das am besten? Mit welchem Stab gehe ich da am besten vor? Kann ich dich so treffen? Nein. Nein. Na gut, jetzt müssen wir es so machen. Oh, da ist noch einer. Noch ein... Oh Gott, nein. Nein. Weg. Ich habe keinen Mana. Oh Gott. Ihr kriegt mich nie. Nein, noch ein Leech, ist klar. Sonst noch was? Vielleicht noch eine Zauberin dazu? Oh. Na toll, ich hätte mir doch den Dolch mitnehmen sollen. Jetzt werde ich sterben.
Ich glaube, ich muss kurz weg. So. Nein. Ich habe keine Heiltränke mehr. Super. Super. Kann ich da durch? Okay, da kann ich durchschießen. Und sie kann ihr Skelett dadurch beschwören. Ich fasse es nicht. So, ich renne jetzt einfach mal weg. Irgendwann wird das Skelett ja verschwinden. Hoffentlich bald. Nein, 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 nein. Ich dachte, das wäre weg. Okay, okay. Es verfolgt uns echt weit. Das finde ich gar nicht gut. Ich will eigentlich nicht sterben, weil dann müsste ich... klar, ich spawne beim Checkpoint wieder. Verliere 10 Gold, aber dann müsste ich den Level nochmal machen. Und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ich würde das schon gerne jetzt komplett alles Gold sammeln. Und wie auch immer dieser Ork da rausgekommen. Na gut, der ist wahrscheinlich auch den Weg genommen, gegangen, den wir genommen haben. Der Lich ist noch da, ne? Ja. Okay, gut. Oh, 2 Heiltränke. Das finde ich sehr gut. Den einen trinken wir sofort. Den anderen behalten wir uns auf Reserve. Jetzt gucken wir mal. Da unten kam ja der Ork raus. Da können wir bestimmt durchschwimmen. Was bringt das hier? Ah, wir lassen das Tor runter. Alles klar. Dann ist es sowieso gut, dass wir nochmal hierher gekommen sind. So, das Gold nehmen wir natürlich noch mit. Und ich glaube, ansonsten war es das hier, oder? Hm, dann wollen wir uns mal ins kühle Nass begeben. Dum-di-dum-di-dum. Gold. Gold. Und Luft. Luft ist immer schön. Ich gehe nochmal kurz zurück, um mich nochmal genau zu vergewissern, dass ich wirklich alles eingesammelt habe. So, da ist nichts. Da ist nichts. Okay. Dann schnell wieder in die frische Luft. Naja, wobei, wie frisch die hier unten ist, ist natürlich die Frage. Aber an die Luft ist erstmal gut. Und noch mehr Gold. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Na, Moment, ich kann kriechen, ne? Jawohl. Okay. Damit haben wir fast schon sämtliches Gold. Na toll, da bin ich jetzt drunter hergekrochen. Oh weia. Ich will nicht in die Lava fallen. Nein, 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 nicht reinfallen. Das tut dir nicht gut. Das ist der letzte Schlüssel. Aber was machen wir denn, wenn wir hier rausschwimmen und das Tor nicht runtergelassen haben? Wir kommen doch nicht wieder zurück, oder? Oh Gott. Wir werden doch garantiert angegriffen, wenn ich mir das Teil hole, oder? Ich gucke mich erstmal noch hier um. War da gerade was? Ich weiß es nicht. Na, kommst du da nicht hoch? Doch, ich wollte schon sagen. Okay. Na gut, hier scheint ja nichts weiter zu sein. Na, vielleicht kann ich hier hoch. Okay, so wären wir wahrscheinlich wieder zurückgekommen. Indem wir hier hochklettern und dann darüber gehen. Aber ich sehe nicht ein, warum ich jetzt diesen Sprung machen soll und riskieren soll, in die Lava zu fallen. Nee. Da gehe ich lieber erstmal wieder runter. Und schau mir an, was ich da noch so finden kann. Ich gehe einfach über die Brücke zurück. Genau, bevor ich da mir den letzten Teil des Schlüssels hole, gucke ich erstmal, dass keine Gegner mehr auf mich warten. Ah, okay, ja, dann sind wir ja hier wieder. Da waren wir doch gerade eben, oder? Hier rechts müsste der Checkpoint sein, ne? Jawohl. Alles klar. So, ist hier oben noch irgendwie Gold versteckt? Scheint nicht der Fall zu sein. Auf der anderen Seite vielleicht? Bitte, bitte, bitte? Nein? Ah, wahrscheinlich wird das restliche Gold von Gegnern bewacht. Ich will nicht. Aber vielleicht schaffe ich es ja trotzdem noch, ohne zu sterben. Ich meine, einen Heiltrank habe ich ja noch. Und ich glaube, ich komme da erstmal gar nicht dran, oder? Na, es war ja klar, dass da ein Gegner auf mich wartet. Dankeschön. 20 Gold noch. Das müssen wir doch finden. So, jetzt gehen wir ganz vorsichtig vor. Was sehen wir denn da unten? Also wahrscheinlich kriegen wir gleich irgendwie eine Möglichkeit, da unten geboten, an das Stück da oben ranzukommen. Weil ich meine, springen ist nicht. Wir können uns nicht festhalten. Deswegen gucken wir uns einfach mal das hier an. Da ist das letzte Gold. Habe ich gerade gesagt, uns fehlen noch 20 Gold. Uns fehlen noch 220 Gold, fällt mir gerade auf.
Ich habe nicht auf die 100er Stelle geachtet. So, jetzt fehlen uns noch 120 Gold. Und ich hoffe, ich falle nicht darunter. Boah, das war viel zu knapp. Na, Kollege? Was machst du hier? Abhängen? Ja, sorry, der war schlecht. Hilfe? Genau, geh da lang. Das finde ich gut. Da, wo ich dich erstmal treffen kann. Ja, ja, jetzt kannst du ruhig kommen. Komm her. Schlaf schön. Träum was Schönes. So. Ich gehe jetzt ganz langsam voran. Dum-ti-dum-ti-dum. So, immer mal wieder hier gucken, ob da nicht doch irgendwo noch Gold auf einem Vorsprung liegt oder so. Ach, hinter der Säule ist doch bestimmt wieder ein Gegner. Oh, was? Da! Das ist ja gemein. Okay, aber der hat uns, glaube ich, nicht getroffen. Aber dafür noch ein bisschen Gold dagelassen. Das finde ich immer schön. Wobei mir so ein Edelstein viel lieber gewesen wäre. Aber das macht ja nichts. Ich nehme alles Gold gerne. Ja, dass da noch einer auf uns wartet, war irgendwie klar. Hilfe. Nein, 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 nein. Komm mir nicht so nah. Danke. So, immer wieder schön warten, dass das Mana auch regeneriert. Wobei, das geht ja schnell. Immerhin. Das ist halt bloß während des Kampfs in der Hektik einfach nicht schnell genug. Da hinten ist wirklich nichts mehr, oder? Ich sehe irgendwie nichts. Na gut. Na gut. Oh Gott. Ich habe keinen Mana mehr. Ich muss weg. Nein, 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 nein. Geh weg. Solange ich mich nicht sieht, kann die Beschwerte, glaube ich, auch nichts. Okay, okay, okay. Sie hat kein Skelett beschworen. Ich habe immer noch so viel Lebensenergie wie vorher. Das läuft besser als erwartet. Ich glaube, ich muss immer so vorsichtig vorgehen. Was ist das? Sieht aus wie Schlangen mit Dolchen vorne dran. Aber ich glaube, das ist ein Teleporter. Hm. Ah. Oh nein. Oh nein. Da oben ist einer mit Armbrust. Aber solange wir hier oben bleiben, können die uns, glaube ich, nicht erreichen. Ja, außer der mit der Armbrust. Ja, aber bevor du da jetzt runtergehst, schalte ich dich erstmal aus. So, du schießt noch nicht auf uns. Das finde ich sehr nett von dir. Ich hoffe, das tötet dich. Jawohl. Aber es fehlt uns noch 5 Gold. Okay. Okay, okay, okay. Irgendwo haben wir 5 Gold übersehen. Die Frage ist bloß, wo? Ich vermute mal, da kommt gleich einfach noch ein Gegner auf uns zu, der noch ein bisschen Gold fallen lässt. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Gegner nicht mag? Nicht, wenn ich so wenig Heiltränke habe. Hallo? Hallo? Aber 5 Gold, das muss doch irgendwo aufzufinden sein. Wahrscheinlich bei Zale? Ich hoffe nicht. Oh Gott, da sind noch Gegner. Komm, ihr habt doch bestimmt noch Gold für mich, oder? Oh Gott. Da wäre ich fast in die Falle reingelaufen. Er hat noch einen Heiltrank für mich. Das finde ich schon mal sehr nett. So, wenn du noch Gold für mich hast, das wäre am besten. Und solange das nur Ork-Hauptmänner sind, ist mir das auch vollkommen egal. Die sind in Ordnung. Die dicken Gepanzerten sind das Problem. Ich gucke nochmal kurz hier oben, ob ich hier nicht eventuell was übersehen habe. Hallo? Gold? Ah, ist leider nicht der Fall. Habe ich mich zu gründlich umgeguckt. Na gut. Na, da springe ich nicht runter. Da nehme ich bestimmt Schaden. Das möchte ich nicht. Gehen wir lieber mal hier weiter. Komm, da kommen auch bestimmt noch Gegner, oder? Jawohl, da oben ist einer. Und da ist eine Zauberin. Na, komm her. Okay, ich habe sie mit einem getroffen. Schon mal etwas. Das ist jetzt so ein Sniper-Battle. Jetzt erstmal Mana regenerieren. Schön ausweichen und einfach Dauerfeuern. Okay, ich glaube, wir haben sie getötet. Aber irgendwie lässt keiner von denen Gold fallen. Ich brauche doch nur noch ein so ein Goldsäckchen. Gehen wir mal durch die Tür. Vielleicht explodiert dann ja die Lunte. Dum-ti-dum-ti-dum. So, aber erstmal gucken, ob die Zauberin Gold dabei hatte. Ah, super.
Offensichtlich nicht. Schade. Ja, da muss doch noch irgendein Gegner kommen, der mir Gold fallen lässt. Hallo? Gegner? Da. Da. Ich habe gesehen, da war ein Ork, aber ich möchte erstmal die Zauberin ausschalten. Oh Gott. Oh Gott. Trink, 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 trink den Heiltrank. Boah, war das knapp. So, Dominik ist keiner gut. Also die können halt echt viel Schaden anrichten. Wenn ich mir vorstelle, dass ich da erst mit dem die Armbrust rausholen und dann zielen müsste. Ich glaube, da wäre ich schon 100 Tode gestorben. Aber wir haben, uns fehlt immer noch 5 Gold. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will noch nicht zu Sale gehen. Der Level ist doch dann bestimmt vorbei. Und. Nee. Ich möchte den Level wirklich ungern nochmal machen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon spiele, aber ich gucke mich nochmal kurz überall um. Jetzt, wo keine Gegner mehr da sind, sollte das ja jetzt nicht das große Problem darstellen. Vielleicht auf dem Dach. Ne, jetzt mache ich auf dem Rückweg. Okay, wir gehen erstmal nochmal hier lang. Ich bin mir zwar sicher, dass ich hier alles eingesammelt habe. Da oben ist nichts. Und hier um die Ecke haben wir auch alles mitgenommen. Okay. So, da oben war ich gerade nochmal zum extra nochmal nachgucken. Da gehe ich jetzt nicht hin. Da bin ich mir sehr sicher, dass wir da alles mitgenommen haben. Aber vielleicht hier um die Ecke, ja. So, da draußen gucken wir als letztes. Nein, gucken wir ja in der Sackgasse als letztes. Aber ich möchte erstmal hier reingehen. Irgendwas, das wir von hier aus erreichen können? Nö. Sieht nicht so aus. Na gut. Ist hier noch Gold drunter? Nee. Nee, da scheint hier tatsächlich nichts zu sein. Okay, dann tauchen wir nochmal. Vielleicht habe ich ja doch hier unten was übersehen. Hier zum Beispiel? Nee. Okay. Ich glaube, ich gehe nochmal kurz hier Luft schnappen. Ja, das scheint hoffentlich genug Luft zu sein. Ich weiß nicht, ob man hier trinken kann. Ich möchte es eigentlich nicht ausprobieren. So, hier scheint wirklich nichts zu sein. Ich höre einen Ork. Wir haben einen Gegner übersehen. Aber wo? Und ich finde es schön, dass wir gerade unter Wasser laufen können. Oh nein, jetzt müssen wir nochmal über die Lava drüber springen, ne? Ich will nicht. Ja, aber hier scheint ja nichts zu sein. Schade. Ist es da unten? Nee. Da kommen wir auch nicht lang. Okay. So. Aber wo war der Ork? Ich habe definitiv einen gehört. Und ich würde den gerne auch noch herausfordern. Es muss ja irgendwo zwischen dem Raum und da draußen gewesen sein. Also irgendwo hier, aber hier ist ja keiner. Das ist jetzt seltsam. Also ich habe den auch definitiv gehört, oder? Bilde ich mir das nur ein? Oder war das einfach so ein Sound-Sample, das gespielt wurde? Aber eigentlich müsste der ja hier irgendwo sein, weil, soweit ich weiß, werden die nicht einfach eingespielt, die Samples. Aber... Wo habe ich den denn gehört? Das ist jetzt komisch. Na gut, dann gucken wir uns nochmal unten um. Vielleicht ist ja doch irgendetwas. Ja, hier gucke ich extra nochmal nach. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Oder war hier doch was auf dem Sprungweg versteckt? Nee, ne? Nö. Hier ist auch nichts da unten. Zumindest kann ich nichts entdecken. Das ist ja doof. Ja, am Ende ist es wahrscheinlich doch bei Sale noch die letzten 5 Goldstücke, aber das kann eigentlich irgendwie nicht sein. Ist das da unter der Brücke eventuell? Schaut nicht so aus. Nee, anscheinend nicht. Ja gut, von da kamen wir gerade. Da scheint überall nichts zu sein. Ja, tut mir leid, dass das gerade so lange dauert hier, aber... Ich möchte das Gold wirklich einsammeln und haben.
Aha, hier ist auch nichts. Schade. Na gut, dann gucken wir noch ein letztes Mal hier diese Wendeltreppe runter. Wenn ich denn da überhaupt hinkomme. So. Vielleicht ist hier doch noch ein Ork aufgetaucht irgendwo. Ja, aber hier scheint ja nichts zu sein. Schade, schade, schade. Nee. Ich kann nichts entdecken. Ja, das hier hatten wir ja eingesammelt. Und ansonsten sind hier auch keine weiteren Vorsprünge irgendwo. Da ist nur Lava. Das bringt uns herzlich wenig. Und da ist auch nichts weiter. Und dahinter ist ja auch nur eine Sackgasse. Tja, dann weiß ich auch nicht. Dann gucken wir uns als letztes nochmal eben kurz die Dächer von Kamsara an. Und wenn wir da nichts finden... Na, du Großer. Moment, ich will mir da eben nochmal dieses Gesicht da genauer angucken. Das ist eine Zunge, die da raushängt. Aha. Interessant. Na gut. Wenn wir auf den Dächern nichts finden... Ich sehe schon vor mir, dass ich gleich dann einfach von den Dächern runterfalle. Auf jeden Fall, wenn wir da nichts finden, dann gehe ich einfach zu Zale und hoffe, dass hinter der Tür noch irgendwie 5 Gold auf uns warten. Aber wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Dann darf ich den ganzen Level nicht nochmal machen. Nein, ich wollte auf die Dächer gehen. Dafür laufe ich in die falsche Richtung. Oder habe ich mich hier unten überhaupt richtig umgeguckt? Moment. Ja, gut, hier ist ja nichts weiter, wo man irgendwie noch Gold verstecken könnte. Glaube ich. Das ist natürlich irgendwie mäßig gut. Und hier im hohen Gras? Nee, nicht mit Pokémon. Schade, schade, schade. Na gut, dann klettern wir nochmal die Leiter hoch. Vielleicht erwartet uns ja auch nochmal ein Zauberer hier oben, wer weiß. Allerdings werde ich dann vermutlich sterben müssen. Schornstein ist es auch nicht, oder? Hallo, ich will in den Schornstein gucken. Nee, anscheinend nicht. So, da unten ist auch nichts. Hier ist nichts. Und hüpf. Sehr gut. Da auf dem Schornstein ist auch nichts. Hier hinten finde ich auch kein Gold. Ja, da hinten ist ja auch nichts. Da muss ich eigentlich nicht nochmal hochklettern. Na verdammt. Na gut. Ich würde sagen, dann haben wir unsere Optionen hier ausgeschöpft. Sonst wüsste ich gerade nicht, wo noch irgendwas sein sollte. Außer vielleicht hier oben, einmal um den Vorsprung rum. Aber das wäre gemein. Moment, aber das können wir ja ganz leicht überprüfen. Nein, da ist kein Gold. Vielleicht haben wir ganz am Anfang welches übersehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich gucke mir hier das nochmal genauer an. Aber hier scheint ja nach wie vor kein Gold zu sein. Nee. Da ist nirgendwo etwas. Ja, schade. Da oben? Nee. Na gut. So, als letztes gehe ich dann einmal nochmal kurz die Treppen hier hoch. Und wenn das nicht hilft, ja gut, dann übergeben wir Zale die 3 Schlüsselteile. Und dann sollte das hoffentlich noch ein Goldsäckchen hervorbringen. Können wir hier durch? Nee. Ja, toll, das bringt mir auch nichts. Außer, dass ich runterfallen kann, potenziell. Na gut. Ich glaube, das bringt nichts, wenn ich mich noch weiter hier umschaue. Dann geben wir mal Zale die 3 Schlüsselteile. Vielleicht haben wir ja Glück. Beziehungsweise vielleicht habe ich ja Glück. Okay. Setzen wir es ein. Eins nach dem anderen.
Dumm. So, das obere noch. Geht. Wohin soll ich denn gehen? Da rein? Was machst du? Ich dachte, du willst hier die Festung kaputt machen. So, kommen noch irgendwie Gegner, die uns angreifen wollen. Die zufällig Gold fallen lassen oder so. Schnell, kommt mit. Ah, das ist nochmal ein Checkpoint. Okay. Da liegen Geldbeutel rum. Okay, was ist das? Brauche ich da nochmal einen Schlüssel? Hallo, kommt mit mir und dann gehst du wieder hier hin. Was soll denn der Mist, ha? Ja, wir sind jetzt hier gefangen. Toll. Gut gemacht, Sale. Oh nein. Ah, Sale, ich brauche deine Hilfe. Warum stehst du da nur so blöd rum? Los, besieg das Skelett für mich. Mann, alles muss man selber machen. Genau. Okay, aber cool. Letzter Geldbeutel. Oh, bin ich froh. Oh, was ist das denn? Bla bla bla. Die Kluft für den Frieden eine Chance hat. Leider wurde gerade die Sounddatei unterbrochen, in den Herzen jener zu wachsen, die um des Krieges willen den Befehl gaben, Schönes zu vernichten. Dann sollte es jetzt sein. Ha. Schnell, kommt mit mir. Okay. Nett. Oh, was passiert denn jetzt? Interessant. Und jetzt? Ah, okay. Ich glaube, wir haben den Level fertig. Nicht schlecht. Aber jetzt kann hier doch gar keiner mehr durch, oder? War das jetzt die tolle Vernichtung des Passes? Toll. Und draußen fing es auch an zu donnern und zu blitzen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Passend zum Ende der Aufnahme. Mission geschafft. 600 neue Goldstücke wurden hinzugefügt. Und in den Trümmern Camp Saras findest du noch etwas Gold. Mal eben nochmal 600 Goldstücke als Belohnung eingestrichen. So, es wurde eine neue Mission freigeschaltet. Und zwar Mission Nummer 13. Ups, pardon. Yazindra. Ort Arkemor. Und ja, wir haben es geschafft. Oh, eine Zwischensequenz. Ich bin still. The smoke rose high into the sky, blotting out the sun with its ink-like message. Kamzara's fortress was no more. This signal could be seen for miles. It would alert the ancestors and the outlanders alike. Wearily, they began to make their way back towards Selenheim. Tension was high, for they knew they had helped in breaking the great pact of Jifura once more. And they had not had a chance to speak to the Queen before they departed on this journey. Would they be hailed as heroes for bringing aid? Or would they be sent to the gallows for their horrific deed? Rumors of Mordessa's vast armies turned out to be quite accurate. Day and night, the travelers were forced to hide among rocks and crevices, while troop after troop of nightmarish creatures passed by. The massive, twisted beasts and demons were a clear sign that the underworld itself was massing for battle. The ancient name of the mighty demon Vatar was often heard uttered among them reverently. The travelers knew there was very little time left indeed. At last, Selenheim Castle was in view, but they would soon face their greatest challenge yet. Okay, alles klar. Ich würde mal sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass hier gerade ein unglaublich starkes Gewitter... Oh, na toll, noch eine Zwischensequenz. Okay, ich bin nochmal still. Du bist also Sale. Ich dachte, du wärest längst verstorben. Ich bin erstaunt, dass ihr diesen Gerüchten Glauben geschenkt habt. Nicht, dass ich eine Wahl hatte. Ich war gefangen. Eure Majestät, die Hilfe, um die ihr gebeten habt, ist unterwegs. Welche Hilfe? Ich habe die Ahnen nicht um Hilfe gebeten. Sie verachten uns. Majestät, aber sie haben sich einverstanden erklärt. Und sie haben euren Kriegern befohlen, die Festung am Kamzara-Pass zu zerstören, damit sie mit ihren Truppen passieren können.
Also haben auch sie den Pakt von Jifuro gebrochen. Vielleicht sind sie wieder bei Sinnen und wollen nun Frieden mit euch schließen. Eure Majestät, ihre Tochter wurde von den Dregata entführt. Ich fürchte das Schlimmste. Die Hohe Rätin Mordessa muss sie zu ihrer Festung in Arkmoor gebracht haben. Ihr müsst sofort dorthin reisen und die Beschwörung verhindern. Es ist keine Zeit zu verlieren. Geht! So, nochmal, in Anbetracht der Tatsache, dass hier gerade ein ziemliches Gewitter am Laufen ist, würde ich mal sagen, ich verliere nicht mehr viele Worte, sondern beende mal die Aufnahme und schalte meinen Rechner mal aus, damit da nichts passiert. Und wir sehen uns dann das nächste Mal hier in Arkmoor bei der Mission Yasindra. Bis dahin, macht's gut!